Guten Morgen, heute ist Montag, der 19. Dezember, die neue Welle aktuell bei Baden TV. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il ist tot. Wie das staatliche Fernsehen des Landes berichtet, starb Kim bereits am Samstagmorgen während einer Zugfahrt. Als Grund wurden körperliche und geistige Überarbeitung angegeben. Er wurde 69 Jahre alt. Sein jüngster Sohn wurde indes zum neuen Staatschef ernannt. Südkorea versetzte zudem seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft. Bundespräsident Christian Wulff hat in der Kreditaffäre erneut Rückendeckung aus den Reihen der Regierungsparteien erhalten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Altmaier, sagte, CDU und CSU hätten diesen Präsidenten vorgeschlagen und stünden auch hinter ihm. Die Einzelhändler in Baden-Württemberg sind zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft. Der letzte Verkaufssamstag vor Heiligabend habe die Trendwende gebracht, teilt der Einzelhandelsverband Baden-Württemberg mit. Dies habe eine landesweite Umfrage unter den Händlern ergeben. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Mühlacker sind zwei junge Frauen sowie eine dreiköpfige Familie schwer verletzt worden. Das Auto der beiden 21-jährigen Frauen war gestern in den Gegenverkehr gerast und dort mit dem Wagen der Familie zusammengestoßen. Und auch in Ettlingen hat es einen schweren Verkehrsunfall gestern gegeben. Eine 72-jährige Autofahrerin ist dabei schwer verletzt worden, als sie mit dem Wagen eines Betrunkenen zusammengestoßen ist. Der 35-Jährige war auf die Gegenfahrbahn gerast und hatte den Wagen der Frau frontal gerammt, so die Polizei. Der Basketballer Dirk Nowitzki hat die Wahl zum Sportler des Jahres 2011 gewonnen. Sportlerin des Jahres wurde die Biathletin Magdalena Neuner. Bei der Mannschaft des Jahres gaben die deutschen Sportjournalisten Fußballmeister Borussia Dortmund die meisten Stimmen. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale. Kommen Sie gut in den Tag.